Bombsarkis. Ja doch, Bombsarkis ist gar nicht so blöd. Der Unterschied ist jetzt zwar gerade nicht so groß, aber mehr Bomben sind besser als mehr Kies, weil ich, ich brauche halt so viele Schlüssel, werde ich auf keinen Fall mehr brauchen, selbst wenn ich in die Chest gehe. Selbst wenn ich in die Chest gehe und da noch mindestens 4 Schlüssel brauche, werde ich die anderen nie ausgeben können. Und mehr Bomben sind gut für Bosse und Isaac und so. Und da gibt es sowieso noch mehr Schlüssel hier. Von daher, denke ich, war das eine ganz clevere Sache. Stirb! Nicht ich, sondern komisches Ich. Mit meinen Begleitern mache ich auch schon eine Menge Schaden, muss man ja sagen, ne? Und wenn dann noch die Fliegen dazu kommen. Gut, dass der nicht so viel Reichweite hat. Sonst hätte er mich gerade nämlich noch erwischt. Das hätte wieder einen kompletten Lebenspunkt gekostet. Das Spiel läuft gerade übrigens irgendwie langsam und ich weiß nicht genau warum. Es könnte an dem Antivirus-Zeug im Hintergrund liegen. Wobei das ja eigentlich auch nur so ein komisches Pop-Up-Ding ist. Wobei, wer weiß, wie das geregelt ist. Wahrscheinlich sehr schlecht. Ergo, naja. Sehr gut möglich, dass das der Grund ist. So, gehen wir da unten drauf. Komm. Zack. Hab sogar noch eine Münze und ein blaues Herz. Sehr gut. Miau. Miau. Kamikaze fliegen. Mehr davon. Schade. Na gut. Direkt Richtung Boss ist es Loki. Also der Doppel-Loki. Gibt's auch erstmal das Buch, auch wenn der jetzt ja natürlich eigentlich nicht schwer ist. Im Gegenteil, es ist ja also doppelte oder mehrfach. Ich sehe gerade die gegnerischen Schüsse nicht, weil ich so viel selber schieße. Wir kämpfen ja gegen dreifach Loki und verlieren kaum Leben. Also zumindest hatten wir das schon oft genug. So doll ist und wichtig ist das also nicht. Da gibt es nochmal einen. Oh, die Sonne ist natürlich cool. Und Balls of Steel ist sowieso auch cool. Was hatte ich hier noch? Den Emperor. Ja gut, okay, da ist die Sonne, glaube ich, leicht besser. Mal hier den Pakt. Den Pakt. Der Pakt ist natürlich gut, ne? Der Pakt gab Schaden und, naja, 2 temporäre für 2 normale Herzen. Das ist nicht so schlimm. Sprich, das läuft so. Das ist die Frage, nehme ich oder, naja, die Sonne. Ich kriege jetzt ja kein Leben wieder durch die Sonne, das heißt, das lohnt sich nicht. Ich decke zwar die ganze Karte auf, das brauche ich aber mit dem Emperor nicht. Und, also der Emperor bringt mich ja sowieso zum Boss. Oh, ein Boss-Challenge-Raum. Ach ja, richtig, und macht halt Schaden, aber ich glaube, ich kriege sowieso eine ganze Menge Schaden so raus. Und ich spare mir eher Leben und überhaupt und so. Indem ich mich direkt zum Boss teleportieren kann. In der Chest zum Beispiel oder im Himmel. Da bin ich noch nicht ganz sicher, wie ich das gerne... Aua. Wie ich das gerne machen möchte. Oh, außerdem kriege ich jetzt immer wieder ein Schild, wenn ich Leben verliere. Das ist natürlich nicht schlecht eigentlich. Ich gehe erstmal zum Boss-Challenge-Raum. Ich komme ja auf jeden Fall rein. Haha. Weil ich so arm dran bin und kein Leben habe. Oh. Oh. Armes Snizzle, armes Isaac, armes Spiel und so weiter und so fort. Ich werde gerade schon wieder ein bisschen, wie nennt sich das? Cocky, glaube ich. Auf Englisch, auf Deutsch fällt mir da gerade nichts zu ein. Oh, ein normales Leben. Das ist doch schön. Und dann machen wir hier direkt mal den Belial. Ich habe kein anderes, ich habe andere Spacebar-Items gefunden, die aber alle sehr schlecht waren. Also zumindest im Gegensatz zum Buch. Das Buch ist auch einfach, das Buch ist so gut, ne? Das ist schon echt... echt hart, wie gut das ist, so ein Ding am Anfang zu haben. Also direkt am Anfang. Oh, das ist jetzt schlecht. Das geht nämlich nicht besser. Mist, jetzt springt er natürlich nochmal, weil, naja, er tut das immer. Aber er ist ja auch so gut wie tot. Das ist also nicht so schlimm. So, geht drauf. Dankeschön. Jetzt müssen wir natürlich das Buch nochmal kurz wieder aufladen. Und ich glaube, ich werde auch mal gerade in der Arkade noch meinen Kram verzocken gehen. Einfach weil es geht. Und wir haben ja eigentlich, wir haben so viel Luck ab, theoretisch müssten wir jetzt immer und nur gewinnen und überhaupt. Aber ich fürchte, das wird nicht passieren. Doch, wir gewinnen die ganze Zeit Fliegen hier. Komm, gib mir was Sinnvolles bitte. Na los.
Naja, ach so, das ist ja schön. Wenn da natürlich eine blaue Fliege rauskommt, ist das schon in Ordnung. Mir fällt gerade auf, ich habe ja Skatole. Ich brauche mir ja vor Fliegen sowieso überhaupt keine Gedanken machen. Warum mache ich das? Ich habe die ganze Zeit irgendwie gedacht, oh, ich muss die Fliegen schnell töten, weil sonst macht mir das Schaden oder so. Aber es tut es ja gar nicht. Ha! Cool. So. Oh, war das kurz. Ach shit, jetzt, ich hätte noch ein zweites Mal spenden können, weil ich ja den Schild dann kriege. Ich bin blöd. An sowas habe ich gerade auch nicht gedacht. Mist. Oh, Herzen. Dann können wir das jetzt machen. Zack. Zack. Geht das nochmal? Tatsächlich, ich kann damit dreimal spenden pro halbes Herz. Zack. Ach, jetzt hab ich das gar nicht gekriegt. Ja, richtig. Hä? Ich hab's doch gekriegt. Moment. Irgendwie kommt mir das gerade komisch vor. Oh, jetzt kriege ich schon wieder Geld wie blöd. Ich kann hier, glaube ich, wieder ewig zocken. Vor allem, wo habe ich jetzt wieder das Herz her? Ich checke das gerade nicht, aber ich habe wieder ein halbes Herz bekommen. Und ich glaube, ich habe jetzt auch wieder ein Schild und sehe den nur nicht genau. Ich blicke das irgendwie gerade nicht. Ja. Ich glaube, wir werden hier noch ein kleines bisschen beschäftigt sein, weil, naja, dich spreng ich mal in die Luft, dich will ich nicht mehr. Du bist mir zu komisch verbuggt irgendwie. Die Frage ist, zocke ich jetzt hier weiter oder gehe ich noch weiter und finde vielleicht was Besseres zum Zocken, weil der Typ hier hat ja... Skatole habe ich schon und den Rest, den er mir geben kann, den brauche ich eigentlich nicht. Also, wie machen wir das? Wie machen wir das? Weißt du was? Geh drauf, das ist meins. Was haben wir denn da? Bombsackies. Nö, brauche ich gerade nicht. Und jetzt gehe ich einfach wieder in Richtung Boss, das was ich immer mache. Und wenn ich dann noch einen sinnvolleren Automaten finde, dann zocke ich an dem und sonst lasse ich es halt. Ich meine, ich habe ganz viel Geld, das ist schön und so, aber es bringt mir halt nichts, weil das Einzige, was mir noch fehlt im Prinzip, sind, Attribute, die ich durch Pillen kriegen könnte. Der Typ kann mir aber keine Pillen geben, ergo bringt mir das gar nichts. Oder Herzen, weil davon kann man nie genug haben. Die blauen Herzen bei dem zu kriegen, ist aber auch so utopisch und unwahrscheinlich, dass sich das, denke ich, so nicht lohnt. Darauf zu hoffen. Sprich, naja. Oh. Oh. Two of Diamonds. Wir können das Ganze sogar theoretisch nochmal verdoppeln. Mom's Heals. Vorsichtig. Ja, das wollte ich nicht. Druff. So, kannst du schon mal da unten reingehen? So machen wir das. Funktioniert doch prima. Die Frage ist, wo komme ich denn hier zum Boss? Ich glaube, ich hätte ganz woanders lang gehen müssen. Haben wir noch einen Loki? Rums. Explodiert Loki erstmal. Wir haben ganz schön viel Schaden, auch ohne das Buch, fällt mir gerade so auf. Eieieiei. Krass, wie schnell der drauf geht. Nein, das geht nicht. Und komme ich hier vielleicht, ich glaube, ich komme hier vielleicht doch zum Boss. Das könnte ja doch im Bereich des Möglichen sein. Machen wir das mal so. Stirb. Ja, doch. Wir scheinen hier tatsächlich doch zum Boss zu kommen. Und wir kriegen ein Doppel-Envy. Das ist eigentlich auch kein großes Problem. Doppel-Envy ist nicht schlimm. Zumindest nicht, wenn man sich sowieso auf die Steine stellen kann. Weil man ja fliegen kann. Weil man am Anfang eine riskante, aber sehr gute Entscheidung getroffen hat. Ich will nicht wissen, wie der Run ausgegangen wäre, wenn wir das nicht hätten. Also noch ist er nicht ausgegangen. Mal ganz davon abgesehen, Snizzle, du wirst schon wieder cocky. Mir fällt da echt gerade kein deutsches Wort für ein. Aber so geht es mir oft. Kennt ihr das? Hab ich bestimmt schon mal gefragt, aber ich bin ja was war das denn gerade? Ich bin ja verschusselt und kann mir sowas nicht merken, aber ich habe das bestimmt schon mehrfach gefragt. Ich bin ja einer von diesen Typen, die auf Englisch lesen. Also, ne, Bücher auf Englisch. Sowohl Fachbücher als auch andere Bücher lese ich gerne auf Englisch. Habe ich kein Problem mit, verstehe ich auch. Ich zocke, wenn ich... Für mich alleine zocke die Spiele auf Englisch, verstehe da übrigens auch alles, auch wenn man das in meinen Let's Plays immer nicht so merkt oder das nicht so aussieht. Das liegt daran, dass ich nebenher noch kommentiere. Ich gucke Fernsehen auf Englisch, also sprich, ich gucke meine Sachen, die ich alle so gucke, Filme und so Kram, alles auf Englisch. Und entsprechend passiert es mir tatsächlich oft,
dass ich für bestimmte Sachen auf Englisch Begriffe habe, also Wörter, die Wörter kenne, mir aber auf Deutsch das entsprechende Äquivalent nicht einfällt. Das geht bestimmt anderen Leuten auch so, das habe ich schon öfters gehört. Zumindest Kommilitonen von mir geht das auch so. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so unüblich, wenn man... Oh, oh, die Sad Onion. Oh, das nenne ich schnelles Schießen. Das ist jetzt natürlich in Richtung Isaac eigentlich ziemlich nicht so geil und in Richtung Blue Baby halt auch nicht, aber in Verbindung mit Mulligan ist das ziemlich tödlich. Und vor allem mit dem Book of Belial, womit man ja quasi seinen Schaden nochmal hochbringt. Und dann so mörder viel Schaden macht. Boah, ist das hart. Boah. Stirb. Stirb. Phase 2. Boah, ist das krank. Ist das krank. Also ich glaube, jetzt ist der Run wirklich langsam gelaufen. Also, da buggen wir erstmal ein bisschen rum, ne, Mom? Kann man ja manchmal mal machen. Das kommt mir entgegen. Ja. Da kann mir jetzt eigentlich, denke ich, nichts mehr passieren. Wir gehen in den Himmel. Jetzt überlege ich, spiele ich Curse of Darkness? Das ist schlecht. Denn Curse of Darkness bedeutet, ich weiß gar nicht, in welche Richtung der Boss überhaupt sein könnte. Das ist... der, oh, jetzt ist mir da irgendwie der Mauszeiger ins Bild gerutscht. Das ist die Gelegenheit für den Emperor. Wow, 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 wow. Okay, der wird jetzt natürlich schießen wie ein Maschinengewehr, aber das tue ich ja auch. Das heißt, das ist nicht ganz so schlimm. Oh, und ich habe das Book of Belial noch nicht bereit. Das ist natürlich ungünstig. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Hätte vielleicht zumindest ein, zwei Räume vorher machen sollen. Aber gut, das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Und dann muss ich die Chest natürlich ganz spielen, weil ich jetzt keine Emperor-Karte mehr habe. Hohoho, ist das böse. Ja. Jetzt muss ich natürlich immer noch aufpassen auf die massiven Tränenschüsse. Was zur Hölle? Aua. Da kann ich ja eigentlich fast nichts gegen machen, ne? Hier mal getroffen zu werden, wird öfters passieren. Wobei ich diese anderen Tränen kann ich abwehren, die von oben kommen, halt nicht. Weil da bringt mir natürlich meine anderen Schutz-Items nichts gegen. Okay, jetzt ist, jetzt ist das für dich gelaufen, Isaac. Jetzt beschießt du mich nicht mehr für jede Träne, die kommt. Und das ist ein Fehler, das ist ein ganz böser Fehler. Aber auf der anderen Seite glaube ich, das wäre auch zu hart. Das wird das Spiel natürlich... noch mal eine Ecke schwerer machen, aber wobei, das ist so schlecht ist das gar nicht. Hard Mode Isaac. Wäre doch cool eigentlich, wenn man sich das Spiel noch ein bisschen schwieriger machen könnte. So haben wir ja alles irgendwo schon mal geschafft. Wow. Halt. Doch, ich kann eigentlich direkt reingehen, passt schon. Mal gucken, was haben wir denn da? Das ist einer von den Mushrooms, das ist der Mini-Mushroom. Mehr Range, mehr Speed. Naja gut, kann man machen. Little Chub. Ja, geht schon. Was ich jetzt natürlich machen könnte, ist mich hier hinstellen. Hui. Ach nee. Ich dachte, das geht schneller. Schade eigentlich. Naja, dann nicht. Nee, das ist mir gerade auch zu blöd. Okay, da unten ist irgendwo der Boss. Mal gucken, ob wir da fix hinkommen. Oder wie das genau, wie wir das genau machen können. So, auf jeden Fall ist mein Book of Belial bis dahin wieder bereit. Das ist gut schon mal. Ich will ja nicht sagen, ne? Aber so wenig Schaden. So wenig in Anführungsstrichen. Quatsch. So viel Schaden. Umgekehrt. Invertiere diese Aussage. So viel Schaden hatte ich schon lange nicht mehr. Oh, Homing Bombs. Tihi. Das ist schlecht. Moment, das ist tatsächlich ein Raum, wo ich auch nochmal das Buch benutze und möglichst schnell hier durch möchte, weil zwei Super Wrath ist nicht schön. Einer davon ist schon immer nicht schön, weil die Trollbomben sind schon eine harte Geschichte. Die großen Trollbomben. Oh, doch, das geht. Okay. Da war ich... Ich bin inzwischen auch schnell genug. Ich kann denen theoretisch ausweichen. Das ist gut. Also auch noch in... zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist nicht ganz so schlimm.
muss ich halt noch ein paar mehr Räume machen, damit das irgendwie passt mit dem Buch auch wieder. Zack. Oh, guck mal, eine Brille. Tihi. Ich werde zwar, glaube ich, oh shit, den Geheimraum nicht mehr finden. Das ist ein blöder Raum. Ein sehr, sehr blöder Raum. Ich wusste, dass sowas kommt. Shit, und jetzt verlieren wir Leben. Eine Menge Leben. Okay, Gerdy Junior. Ich hab dich, das ist gut. Einen Raum brauchen wir noch. Das geht, das ist ein okay Raum. Auch wenn ich mich da jetzt habe blöde treffen lassen, ist das ein ganz okay Raum. Ich mich schon wieder fast treffen lassen. Aber ich glaube, es lohnt sich trotzdem, das eine Herz noch auszugeben dafür, dass ich... Zwei Herzen. Dafür, dass ich das Buch gleich kriege und habe. Oh, dass ich mich überhaupt so dämlich treffen hier. Snizzle, snizzle, snizzle. Macht doch sowas nicht. Gibt's hier noch? Den PhD, den brauche ich nicht. Was haben wir hier? The Lovers. Das sind nochmal zwei Herzen, falls es wirklich... Ah, das bringt mir nichts. Also zwei Herzen, was soll ich damit? Die kann ich sowieso nicht einsammeln, denn wenn ich Leben verliere, ein richtiges Leben, dann bin ich tot. Aber ich glaube, das läuft so. Ja, der Moment der Wahrheit. Wir gucken mal da rein und werden uns des blauen Babys annehmen. Und jetzt nochmal schön mit dem... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. The Horror, the Horror. Eieieiei. Eieieiei. Ich hätte fast das eine Leben, möchte ich glaube ich theoretisch gerade gar nicht haben, dieses eine nicht temporäre Leben. Denn sonst würde ich nochmal jedes Mal ein Schild kriegen. Das war eigentlich dämlich, dass ich das genommen habe. Ich hätte das nicht nehmen sollen, das wäre viel cleverer gewesen. Aber an solche Sachen denke ich natürlich nicht. Gut, dass ich auch noch Skatole habe. Ich muss mich um die... Shit. Um die Fliegen nicht kümmern. Das wird tatsächlich nochmal knapp hier, glaube ich. Also wenn ich jetzt nicht ordentlich spiele, könnte er mich noch pounden. Na gut, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt dürfte da eigentlich nicht mehr viel passieren. Wo bleiben denn seine Ads? Da bleiben seine Ads. Irk. Ah, hinter mir. Bam. Ich würde sagen, in so Lucky Run hatten wir ewig nicht mehr. Ich nehme das schon mal. So. Können wir uns schon mal den schönen Abspann angucken. Den wir alle schon tausendmal gesehen haben, aber hey. Ja, so ein Lucky Run hatte ich ja schon lange nicht mehr, muss man einfach mal so sagen. Aber es war mal wieder sehr cool, da so durchzulaufen. Wobei das ja gegen Ende nochmal nicht ganz, ganz, ganz klar war, ob wir das hinkriegen. Gut, wir haben es hingekriegt und es war dann doch relativ locker. Interessanterweise ein Judas Run, wo ich vorher ewig rumgekrebst habe, bis ich so ein Ding geschafft habe. Naja, manchmal hat man Glück, manchmal hat man kein Glück. Ich überlege gerade, was bleibt mir noch so zu sagen? Es ist immer noch früh am Morgen. Ich könnte fast noch eine zweite Session einlegen, aber das würde mir, glaube ich, ein bisschen zu knapp werden zeitlich. Deswegen lasse ich das vielleicht lieber. Ich schiebe mal gerade wieder den Kaffee hier rein. Guck mal da, Kaffee. Nom, 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 nom. Ja, bleibt mir noch irgendwas zu sagen. Ich hoffe einfach mal, es hat euch wieder gefallen. Es ist natürlich mal wieder Isaac gewesen. Ich weiß, viele Leute gucken von euch gerne Isaac, aber ich würde auch gerne wieder andere Projekte machen. Aber naja, so früh am Morgen und vor allem mit einem gewissen Zeitlimit, das ich auch wirklich einhalten muss, von ungefähr einer Stunde pro Aufnahme, pro Session im Moment, zumindest wenn ich so früh morgens aufnehme, weil ich ja dann später noch weg muss, ist das halt schwierig, solche Sachen zu machen. Ich habe so viele Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte, die ich gerne aufnehmen möchte für euch, aber irgendwie, ich komme einfach in letzter Zeit nie so richtig dazu und das tut mir ja auch schwer leid, aber was will ich dagegen tun? Ich hoffe einfach, auch wenn es wieder The Binding of Isaac war, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde einfach mal sagen, ich schiebe den Kaffee wieder raus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.